Willkommen, willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4. Herzlich willkommen bei Trend 17 TV. Sam, hier runter. Vergiss die, Mann! Wir müssen weiter! Wenn ich was... Ah, der ist da hinten. Verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja. Vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des Heiligen Dismas? Wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay. Das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also... Du weißt schon. Worüber lasst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf.
Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay, auf geht's. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann brauchte er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Oh. Sieh da vorne Ruinen. Da schauen wir es mal an. Wartet hier, ich sehe mich mal um. Ich will zu sehen. Ich nehme gerne auf. Wow, sieht das nicht klasse aus? Also einen schönen Weitblick hier. Fahrzeug zu finden. Oh, das ist schön. Hat man gleich so eine... Wow. Die schönen Blumen hier. Hier ist aber nichts, wie es aussieht. Kein Schatz. Nix. Kann man nur die schönen Blumen betrachten. Und? Ah, hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Wow! Krass! Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null, er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo ist der billigste Geländewagen? Warte, Sully. Heißt das, du hast tatsächlich Nachforschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Junge. Was für ein Ausblick. Schön durchs Auto geschüttelt. Gucken, ob da noch irgendwo was ist. Sieht vielversprechend aus. Komm schon, Baby. Los, 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 los! Geschafft! Lass uns nicht abstürzen. Hey!
Helfer, ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer. Wow! Und gut. Hey, pass auf die Seiten auf. Krass. Auf nach oben. Ach, so kommen wir nicht vorwärts. Hey, langsam habe ich den Reh raus. Na bitte. Fahr uns jetzt hier nicht fest. Oh, Harry, mein Rückgrat. Da kommen wir nicht weiter. Da geht's nicht lang.